Ja, damit endet das Projekt Stardew Valley. Ich werde streamtechnisch in nächster Zeit erstmal nur über die Konsole streamen. Ich werde mir, glaube ich, eine kleine PC-Pause gönnen, weil zum einen mein PC das Problem hat, dass er durch die kaputte Grafikkarte und die Ersatzgrafikkarte auch nicht so stark momentan ist. Also ich kann nicht so gute Spiele spielen, wie ich gerne würde. Ich kann zum Beispiel das Horrorspiel, ach, wie heißt denn das jetzt wieder? Wo man 30 Tage in diesem Haus überleben muss. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das heißt. Pineview Drive, genau. Das kann ich ja zum Beispiel momentan nicht spielen. Ich kann Murdered Sue Suspect kann ich momentan nicht weiterspielen. Durch die ganzen Probleme. Ich konnte Batman nicht vernünftig das letzte Kapitel spielen. Und aus diesem Grund werde ich eine kleine Streampause über den PC machen. Streampause über den PC ist halt auch relativ, weil ich möchte gerne DuckTales Remastered noch zu Ende spielen. Und ich möchte das angefangene. Ach verdammt, wie heißt denn das jetzt schon wieder? Ah, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen des Spiels. Ach, heilige Grütze. Chroma Squad, genau. Das angefangene Chroma Squad möchte ich gerne auch zu Ende spielen. Dementsprechend ist halt, wie gesagt, ne, Streampause oder PC-Streampause relativ. Ich will einfach nur mehr über Konsole streamen in nächster Zeit. Das heißt halt, wie gesagt, ne, also nicht, dass es gar keine PC-Streams mehr gibt. Und ich will vielleicht, ich habe überlegt, vielleicht spiele ich Assassin's Creed Syndicate doch nochmal weiter. Ich fand es nicht so geil, es hatte mich nicht ganz so gekriegt und begeistert. Ich glaube, ich würde es aber trotzdem nochmal weiterspielen wollen, vielleicht halt auch zu Ende spielen wollen, weil ich es halt auch eingefangen habe. Ansonsten möchte ich das Gear auch auf der Konsole endlich mal beenden und dann vielleicht mal mit Witcher 3 anfangen. Mein Einstieg in die Witcher-Serie. Andererseits habe ich halt auch Witcher 1 für den PC mir geholt. Das heißt, theoretisch könnte man die Serie auch vorne anfangen. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin mir da echt ein bisschen unsicher. Ansonsten, wie gesagt, verschiedene PC-Spiele in Zukunft, in nächster Zeit. Ja, klar, ein Walleye. Ich möchte gerne einen Albacore. Gib mir doch mal einen Albacore-Fisch. Wie sich Mani gefreut hat. Ich sagte, ach, ich habe Mami gelesen. Ich habe Mami gelesen, verdammt. Sorry, Livert. Die ist da rumgehüpft, als ob es ihre eigene Hochzeit gewesen wäre. Jo. Und Scaymated sie nochmal. Ich bin dann im Bett, schlaft gut alle. Alles klar, Sarah, hast ja auch lang genug jetzt mitgemacht. Eine gute Nacht dir. Ich werde jetzt eh auch, wie gesagt, nicht mehr lange machen. Erhol dich gut. Vor allem, du hattest Kopfschmerzen und bist so lange wach geblieben. Du bist doch auch verrückt. Was habe ich über die Gesundheit und so gesagt? Mensch, Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Nee, wie gesagt, das sind so ein bisschen die Dinge, die ich mir jetzt als nächstes überlegt habe. Oder genau, The Last of Us. Da habe ich ja auch die Remastered Edition, die, glaube ich, auf der PS4 auch ist. Da könnte man halt auch The Last of Us streamen. Über die PS4 direkt so. Das wäre halt auch eine Überlegung. Wie gesagt, muss ich mal schauen, was ich so für die PS4 habe. Magenschmerzen waren es. Ja, aber trotzdem, warum bist du so lange wach? Geh schlafen. Gute Nacht, Sarah. Gute Nacht. Aber erhol dich jetzt mal gut. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Immer muss man schimpfen. Immer muss man schimpfen. Genau, dann jetzt der letzte Ingame-Tag. Ich möchte dann mein großes Fazit zu Stardew Valley äußern, wobei ich habe ja schon mehrfach hier und da ein bisschen meine immer so kleine Fazite geäußert. Hinten raus hat mich das Spiel jetzt doch nochmal richtig begeistert, wenn es so anfängt, dass man die ganzen Zwischensequenzen anfängt zu entdecken, wenn der Hof ein bisschen ausgebaut ist und man ein bisschen mehr Möglichkeiten hat auf dem Hof und so. Wenn man so ein bisschen, ja, verrückte neue Sachen halt erleben kann und so, dann wird das nochmal richtig cool, das Spiel, weil dann bietet es halt auch einen Anreiz. Dann wird so ein bisschen der
der Spielspaßfaktor auch wieder hochgetrieben. Das ist halt lange zwischendrin, fand ich, hat sich das Spiel extrem gezogen. Es kann da auch ein bisschen an meiner Spielweise gehangen haben. Das kann ich jetzt nicht einwandfrei sagen. Oder beziehungsweise kann ich jetzt nicht sagen, woran es hing. Ob es meine Spielweise war oder ob es doch einfach das Spiel war, was sich ein bisschen zu sehr gezogen hat. Für mich war es halt das Spiel, das sich verloren hat. Da muss ich einfach sagen, die Harvest Moon Spiele, gerade das starke Vorbild der Harvest Moon Friends of Mineral Town, das sind einfach bessere Spiele. Die finde ich bieten mehr Abwechslung, mehr Sachen zu entdecken. Man hat ständig mehr Spaß, mehr Erfolgserlebnisse, sodass man länger am Spiel dran bleibt und länger begeistert ist vom Spiel. Ist zumindest jetzt so mein Empfinden, von dem her, wie ich jetzt das Spiel so erlebt habe für mich. Stardew Valley ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist ausbaufähig und es ist gut, dass der Entwickler da noch dran arbeitet. Allein schon das Konzept mit den verschiedenen Startbauernhöfen. Ich glaube, das gibt dem Ganzen noch so viel mehr Möglichkeit und Spaß, der da drin steckt. Wenn ich zum Beispiel überlege, ich könnte halt hingehen und könnte halt wirklich, ich bin total der Angelcrack und begeistert von dem Angeln und ich könnte halt die ganze Zeit sagen, ich angel halt immer wieder und hole mir entsprechend den Angelbauernhof, dann ist das halt auch schon ziemlich geil. Oder ich gehe hin und sag so, ich möchte nachts Monster auf meinem Hof haben und möchte gegen die kämpfen können. Man hat da Möglichkeiten, oder es öffnen sich zumindest Möglichkeiten. Insofern, da hoffe ich echt, dass die noch viel machen. Jetzt auch dann zum Beispiel mit dem Witches Hut, also sprich mit dem Haus der Hexe, wo man sozusagen, nachdem man das Community Center absolviert hat, noch aber Sachen entdecken kann, noch Gebäude halt bekommt sozusagen, die man da noch absolvieren kann. Das ist auch nochmal eine ziemlich coole Geschichte. Auch hier, wie gesagt, wenn er da noch mehr ausbaut, noch mehr draus macht, da ist so viel drin, da ist so viel möglich einfach, was man noch rausholen kann, wo ich auch hoffe, dass er da noch was rausholt. Weil es wäre schade, wenn es dann daran scheitert. Letztendlich verdient er ja sein Geld damit und die Frage ist halt, wie viel Geld kann er damit noch verdienen, dass er Stardew Valley immer weiter ausbaut, weil irgendwann muss er auch mal weitergehen und was Neues programmieren. Andererseits hat er so lange an Stardew Valley programmiert, ich weiß nicht, ob er so schnell jetzt was Neues angehen wird. Das ist eine eigentlich gute Frage, weil er kann ja nicht aufhören zu programmieren, weil dann gehen irgendwann die Einnahmen flöten und er lebt ja auch davon, er ist ja ein Spieleentwickler. Von daher schauen wir mal, was da noch kommt. Was er noch rausholt. Achso, kann es sein, dass Mani den imaginären Brautstrauß gefangen hat? Die hat ja was am Laufen mit dem guten Luis. Das könnte durchaus sein. Tina, Cyrus, erzähl nicht so viel, begrüß mich endlich. Du warst auch vorhin schon mal da. Du warst doch schon mal da. Warum soll ich dich denn jetzt nochmal begrüßen, wenn ich dich vorher schon mal begrüßt habe? Du warst doch heute Nachmittag schon hier online. Als ich mit dem Stream irgendwie angefangen habe. Oder kurz danach. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum du da nochmal eine Begrüßung haben willst. Wie gesagt, also es ist kein schlechtes Spiel. Es ist kein Spiel, was mich wahrscheinlich auf Dauer kriegen würde. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das würde ich immer mal wieder, wenn ich gerade Bock hätte, rauskramen und dann wieder ein bisschen spielen. Wieder so ein paar Ingame-Tage spielen halt. Aber so ein Dauerbrenner wäre es halt nicht für mich. Ups. Ah, komm schon. Ach, Mensch. Fast verkackt. Nein, nein! Wie ich da einfach festhänge, ehrlich? Dein Ernstspiel? Ich da eiskalt festhänge? Nein, ich war nicht da. Ich war unterwegs. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du doch zwischendurch da warst. Ich
Ich habe irgendwas von dir gelesen. Ich weiß, ich habe irgendwas Tina gelesen. Bilde ich mir das schon ein? Oh mein Gott, ich bilde mir Tina ein. Das kann nicht gut enden. Das kann nicht gut enden, wenn ich mir Tina einbilde. Das ist ein gefährlicher Pfad, den ich nicht entlang schreiten sollte. Und vor allem, man muss mal so überlegen, es ist halt endlich ein Harvest Moon-artiges Spiel für den PC. Es ist etwas, was sich viele, viele Leute schon lange gewünscht haben. Insofern, allein deswegen sollte man dem Spiel absolut Hochachtung zollen, wie viel Zeit, wie viel Arbeit, Herzblut er da reingesteckt hat. Und das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr geil. Dass sich einer da Mühe macht. 8 Jahre, ich glaube, er hat 8 Jahre, oder? Nee, gar nicht, er hat weniger. Ich glaube, 5 Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall mega viel Zeit reingesteckt. Und insofern ist das halt, man muss halt bedenken, es ist sein erstes Mal ein Spiel in die Richtung, ihm fehlte so die Erfahrung, er wusste noch nicht, ne, wo er vielleicht auf ein bisschen Polishing achten muss. Jetzt, wenn man überlegt, dass da jetzt noch Ingame-Stuff nachgereicht wird und so. Allein wenn man schaut, nur hier mit der Windmühle, mit diesem Keller, den man noch jetzt dazu bekommen hat und so. Da hat er ja schon gezeigt, dass er auf jeden Fall Bock hat, da noch mehr reinzustecken und noch Ideen hat, was er sozusagen noch alles mit dem Spiel treiben kann. Insofern auf jeden Fall noch was machbar, noch was rausholbar. Und von daher, da freue ich mich auch immer mal wieder dann zu sehen, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Was da noch kommen kann. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich schon noch neugierig macht. So. Bericht 2 bis 3 Jahre, obwohl seine Freunde meinten, es sei Schrott und würde nichts werden. Eben hat es auch wieder kurz geruckelt. Naja, ich weiß jetzt nicht, warum es gerade ruckelt. Die verworfenen Frames sind es nicht. Ich kann gerade nicht genau erkennen, warum es ruckelt, aber es ist ja jetzt eh gleich Schluss. Von daher ärgere ich mich jetzt nicht mehr daran. Ärgere ich mich nicht mehr deswegen, dass es jetzt ein bisschen ruckelt. Ist zwar ein bisschen doof, aber gut. Gibt Schlimmeres. Ach, die Glasshards, die kann ich nicht. Okay, die Glasshards, die kann ich nicht dingsen. Die kann ich nicht recyceln, alles klar. So, welche Lebensmittel kann ich denn noch? Ich muss mir echt mal so ein bisschen sowas wie so eine Sortierung überlegen, ne? Irgendwie so eine Art Sortierung muss ich mir mal überlegen. Tina, das heißt, ich bin also in deinem Kopf, wenn ich nicht da bin. Zitze. Verdammt, das ist, wie gesagt, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hab gehört, dein zweites Ich ist verheiratet. Kratz. Vielen Dank. Vielen Dank, da ist sie, die gute Benny. Meine Ehefrau. Meine Ingame-Ehefrau jetzt. Ja, ist das schee. Ist das schee. Nehme ich quasi auch nochmal hier rein. Ich brauche mehr so Truhen, so Essenstruhen und sowas hier. Das mit dem Kühlschrank, wie gesagt, dass man den Kühlschrank nicht größer bauen kann, das ist doof. Das ist irgendwie schade. Das hätte ich mir halt noch gewünscht, dass man den noch irgendwie größer bauen könnte, aber naja, gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt doch mal Schluss für heute. Penny geht ja auch ins Bett. Ach, seht ihr, ich habe Harveys Birthday verpasst. Ich habe verpasst, Harvey zum Geburtstag was zu spendieren. Ah, guckt mal. Penny hat hier ihr Sonderzimmer. Jede Ehefrau kriegt ihr eigenes Sonderzimmer hier. Und Penny hat so ein kleines Bibliothekszimmer hier. Oh, wie cool. Wie nett. So, gehen wir zu unserer Frau ins Bett und schlafen. Gib dir doch mal einen Kuss wenigstens, sonst rennt sie dir noch weg. Kann man die küssen? Oh komm, das probieren wir jetzt nochmal aus. Also wir spielen jetzt keinen weiteren Ingame-Tag, aber ich probiere mal aus mit dem Kuss.
Kann ich die denn küssen? Gerade eben hat die nur geredet mit mir. I'm going to head into town today. Just for fun. I'll be back in a while. Oh, wir können. Oh, wie cool. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Och, das ist doch ein perfektes Abschlussbild jetzt. Och, ist das schön. Ja. Och, Mann, geil. Vielen Dank, Livert, für die Info. Boah, da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können. Ich hol Bier, ne? Ach, ist das schön. Oh, ja. Oh, toll. Okay. Dann, ja, wie gesagt. Es ist ein schönes Spiel. Es hat auch einen schönen Soundtrack. So einen ganz gemütlichen. Ich glaube, mir hätte das Spiel tatsächlich für unterwegs noch einen Ticken besser gefallen, wenn ich sozusagen, wenn ich irgendwie im Zug gerade sitze und ich kann so einen Tag, Ingame-Tag, zwei spielen. Ich glaube, dafür wäre das Spiel noch ein bisschen besser geeignet gewesen. Aber so hat es halt, unterm Strich hat es auch Spaß gemacht. Es war nur als Let's Play vielleicht ein bisschen zu lang. Hat ein bisschen zu viel Zeit in Anspruch genommen, weil irgendwann war ich halt ein bisschen demotiviert. Das muss ich halt einsehen. Oder muss ich auch so gestehen. Weil ich halt auch mit dem, wie ich es gerne als Let's Play umgesetzt gehabt hätte, mit der Idee mit Themen und sowas alles nicht hingekriegt habe, ist das dann mein eigener Fehler, wenn ich da Mist baue, sozusagen. Gut. Livert geht doch. Und Tina, oh, so süß. Ja, Tina. Musst du mal deinen Mann zeigen. Hier, guck mal, guck mal. Cyrus küsst seine echte Frau morgens und er küsst seine Ingame-Frau morgens. Und du? Was machst du? Oh, ich sollte mich mit Chris nicht anlegen. Ich sollte jetzt nicht so werden. Oh, nicht gut. Nicht gut. Keine gute Idee. So, das war Stardew Valley. Boah, langes Projekt. Wie gesagt, es wird ein paar Bonusfolgen geben, aber nicht sofort im Anschluss. Jetzt erstmal sacken lassen und nicht mehr so lange Projekte in nächster Zeit anfangen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war das längste Live-Let's Play. Ich glaube, ich bin annähernd an die 300 Folgen gekommen. Boah, boah, so was Langes erstmal nicht mehr wieder. Cheerio, the king has left the building.